Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem neuen Update hier auf meinem Kanal. Hier seht ihr meine Gesamtperformance von Freitag. Hier lief es sehr, sehr gut. Aber bevor ich euch dazu was erzähle, zeige ich euch erstmal einen Screenshot von meinem Portfolio von Donnerstag und dann einen Screenshot davon, wie sich meine Werte am Donnerstag entwickelt haben. So, und wie ihr gesehen habt, am Donnerstag waren wir immer noch sehr, sehr stark im Minus. Und heute, beziehungsweise am Freitag, sah das Ganze schon wieder ganz anders aus. Wir kommen wieder knapp an die 10.000 Euro dran. Und wie sich meine Werte am Freitag entwickelt haben, das zeige ich euch auch jetzt eben. Und zwar der MSCI World plus 2,2%. Hier sind wir mittlerweile 4 bzw. knapp 5% im Minus oder 375 Euro. Dann geht es weiter. Global Clean Energy plus knapp 5%. Hier sind wir bei knapp minus 16% oder 90 Euro. Dann geht es weiter. AMD hat sehr, sehr stark performt. Plus 9,5%. Hier sind wir mittlerweile nur noch 7% im Minus oder knapp 35 Euro. Dann geht es weiter mit Xylem. Die haben auch wieder ein leichtes Plus gehabt. Hier minus 0,65% oder 2,60 Euro. Dann seht ihr einen neuen Wert in meinem Depot und zwar habe ich mich dazu entschieden, NIO zu kaufen. Die hatten Freitag, also gestern, einen Anstieg von knapp 10%. Ja, meine Limit-Kauforder für 12 Euro, die ist leider abgelaufen und ich habe es nicht mehr geschafft, am nächsten Tag so früh wieder eine neue Limit-Kauforder zu setzen. Deswegen haben wir den Wert nicht für 12 Euro bekommen. Ich habe mich dann dazu entschieden, für den aktuellen Preis einzusteigen, bevor der Preis jetzt wieder in die Höhe schießt, wollte ich den Wert ja unbedingt unter 15 Euro kaufen. Hier haben wir dann gestern Abend noch zugeschlagen, haben für 13,90 € gekauft. Also der Wert lag hier bei 13,65, aber mit dem Spread waren wir ungefähr bei 13,90 €. Hier 1,8% minus oder 6,25 Euro. Das liegt nicht daran, dass der Wert gefallen ist, sondern einfach die Kaufgebühr und der Spread. Also der Preis hat sich nicht bewegt nach meinem Kauf. Dann geht's weiter mit Alibaba. Die haben auch wieder sehr, sehr stark performt. Plus 8%. Hier sind wir mittlerweile nur noch 12 bzw. knapp 13% im Minus oder 50 Euro. Und der Call-Optionsschein auf PayPal. Plus 16,67%. Allerdings sind wir hier immer noch 85% im Minus oder 85 Euro. PayPal gestern mit einem Plus von 6%. Ja, von NIO erhoffe ich mir sehr viel. Ich denke, die könnten in den kommenden Tagen bzw. Wochen, Monaten auf einen Wert von wieder knapp 20 Euro steigen. Da sehe ich die eigentlich so, dass sie wie um die 20 Euro sind. Und dann ist das Ende natürlich offen. Ich würde mich freuen, wenn es wieder so Werte wie letztes Jahr gibt, wo die so bei knapp 50 Euro waren. Aber ob die so einen Wert nochmal erreichen, das steht in den Sternen. Es würde mich freuen, aber wie gesagt, alles kann, nichts muss. Ja, Trades gab es leider keine. Ich hatte einfach keine Zeit. Ich habe sehr viel zu tun gehabt diese Woche. Und habe dann natürlich das ein bisschen vernachlässigt mit dem Traden. Habe dann meine Priorität darauf gesetzt, dass ich noch NIO kaufe diese Woche. Und das habe ich auch gemacht. Hier könnt ihr sehen, das ist der letzte Trade vom 10.05. mit 30% Minus oder knapp 120 Euro. Und danach gab es keine weiteren Trades mehr. Hier seht ihr nur die Limit-Kauforder für NIO, die abgelaufen sind, die leider nicht gegriffen haben, sonst hätten wir einen günstigeren Einstieg gehabt. Aber mit einem Einstandskurs von 13,86 bzw. 13,9 Euro gebe ich mich auch zufrieden. Dann seht ihr noch eine Veränderung und zwar seht ihr, dass ich meinen Sparplan geändert habe auf den MSCI World zu 200 Euro. Zweimal im Monat für 200 Euro. Ich hatte den ja jetzt, glaube ich, zweimal im Monat für 500 Euro. Wieso ich das gemacht habe? Ja, ich hatte
Anfang des Jahres alle meine Werte verkauft, beziehungsweise Ende letzten Jahres habe ich alle meine Werte verkauft, einfach um die Steuer auszureizen, beziehungsweise den Freibetrag von 801 Euro komplett auszureizen, und wollte dann aber Anfang diesen Jahres nicht wieder alles auf einen Schlag reinvestieren, was sich auch, wie ich finde, ausgezahlt hat, denn Anfang des Jahres stand der MSCI World zum Beispiel noch viel höher, als er jetzt steht. Und habe also in Tranchen immer wieder nachgekauft. Und jetzt, wo das Geld halt wieder komplett investiert ist, was ich vorher drin hatte, habe ich den Sparplan wieder leicht abgeändert. Vielleicht muss ich den noch einmal ein bisschen tiefer setzen. Und dann werden auch wieder regelmäßig Einzahlungen von mir kommen, die auf das Trade Republic Konto gehen, so dass wir auch auf jeden Fall hier einen Zuwachs haben. Wie hat sich mein Portfolio in der Wochenperformance entwickelt? Hier in der Wochenperformance immer noch minus 64 Euro oder 0,64% und im Monatsverlauf minus 279 Euro oder 2,75%. Im Jahresverlauf sind wir dann nur noch bei minus 72 Euro oder minus 0,73%. Ja, es wirkte gestern auf mich so, beziehungsweise die letzten 2 Tage, als wäre die Abwärtsphase langsam vorbei und es wird sich wieder alles in die richtige Richtung, also nach oben bewegen. Aber ob das tatsächlich so ist, werden wir wahrscheinlich erst nächste Woche sehen, wenn es dann weiter bergauf geht und die Leute wieder im Kaufrausch sind. Dann könnten sich die Werte wieder richtig stark erholen. Und nach einer starken Downphase gibt es auch immer wieder eine noch stärkere Abphase. Deshalb, ich denke, bald kommen wieder sehr, sehr gute Zeiten auf uns zu. Aber wie gesagt, alles nur meine persönliche Meinung und jeder muss für sich selbst wissen, was er mit seinem Geld macht. Denk bitte daran, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles nur meine persönliche Meinung. Macht's mir nicht nach. Schaut euch lieber bei mir an, lernt aus meinen Fehlern und macht's vielleicht sogar besser. Und denkt immer daran, bevor ihr Aktien kauft oder Knockout-Zertifikate, Optionsscheine, was auch immer, informiert euch selbst nochmal richtig darüber. Ihr seid selbst für euer Geld verantwortlich und kauft nicht einfach irgendwelche Sachen, nur weil irgendwelche Leute sagen, das könnte steigen oder das wird steigen. Natürlich kann es passieren, aber es muss nicht. Informiert euch immer selbst nochmal gut und nur wenn ihr überzeugt seid, dann steigt auch irgendwo ein. Außerdem würde mich interessieren, was ihr so von Kryptowährungen haltet. Ich habe mir letzte Woche auch ein paar Kryptos gekauft, nicht auf Trade Republic, sondern auf Binance. Und ich habe da noch nicht so den Plan wirklich von Krypto, wie das Ganze abläuft, wie es mit dem Staking abläuft, wie es mit der Steuer abläuft. Wenn ihr euch damit gut auskennt, dann schreibt es mir noch gerne in die Kommentare oder wenn ihr irgendwelche Bücher empfehlen könnt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein kostenloses Abo von dir freuen. Gib dem Video einen Daumen nach oben und lass gerne einen Kommentar für mich da. Und ich hoffe, du bist nächste Woche bei einem neuen Update wieder am Start. Das nächste Update wird wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch kommen. Also sei gespannt und da werde ich auch versuchen, wieder ein paar Trades für euch zu kriegen. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dann.